dann wär's weg. Gut. Pick and Bane. Sven wieder auf der blauen Seite. Und Fire auf der roten. Die Bans werden die gleichen bleiben. Versuchen wir nochmal zu rekapitulieren. Tam Kench. Listen. Gangplank. Lorice. Graves Lulu. Die genannt, die noch nicht gekriegt wurden, aber... Oh, Rice ist offen. Sie haben die Sandra ganz schön respected. Hm. Ist eine gute Idee, dass man sie bannt. Auf Wukong eingeloggt wäre einfach godlike gewesen, aber... Nope, man bleibt immer beim First Pick Monster Alistar. Nimmt aber sofort Nah. Hippo hat sich mit Nah auf jeden Fall wohler gefühlt. Und Victor. Edge sagt sich, hey Leute, ich mache jetzt mal richtig viel Damage. Wenn ihr euch meine Lissandra gefallen hat, ich zeige euch jetzt mal meinen Victor. Nicht umsonst kommt ja Victory von Victor. Aber jetzt die Frage, was macht Flawless? Die Jungle-Variation ist ein bisschen ernüchternd. Elise. Elise ist ja gebannt, okay. Der wäre auch noch eine Option, aber Elise Rek'Sai. Die Frage, ob man sie jetzt zeigt oder vielleicht sogar schon einen guten Carry auswählt. Man hat immer noch sowas wie Kalista zur Verfügung, man hat Lucian zur Verfügung und man geht Elise Lucian. Ist, denke ich, okay. Das ist überragend, das ist safe, das ist nicht variabel. Ich hab's euch gesagt. Ist immer, SEK ist immer der gleiche. Gleiche Ablauf. Und ja, jetzt heißt es wieder im besten Fall irgendwas Cooles, Flexibles zeigen. Das wäre, denke ich, am solidesten. Und man geht auf etwas halbwegs Solides. Das ist natürlich cool, wenn man... Ah, gut. Das, ja, nee. Es ist das Problem, man hatte Victor so früh präsentiert. Und na, das ist halt jetzt kein... Also, man spielt nur mit einer Sache rum, okay? Und das ist, wer ist AD Carry? Ist es der Corki oder ist es... Ja. Es ist einfach cool, okay? Man hätte wie zuvor mit den Double AD Carries rumspielen können, aber man hat es nicht gemacht. Weil Victor und Nah einfach so früh präsentiert wurden. Sehr seltsam, wie er im Fire gebannt hat. Sie versticken jetzt den Support, außer sie haben irgendwas richtig Sneakiges vor, aber es ist irgendwie so. Es ist was Neues, aber es ist sehr seltsam. Ich finde es eine seltsame Figurenphase. Haben wir es aber Rek'Sai gegen Elise. 50.000 Mal schon gesehen. Taler Standard. Corki ist auch wieder dabei. Geht jetzt wahrscheinlich auch auf die Botlane und kann dann natürlich die Möglichkeit nutzen, ja, dieses der Trinity-lastige Bild zu gehen. Hier hat man ein bisschen Variation, wenn jetzt Trundle reinkommt. Trundle gegen Nah. Trundle finde ich halt ganz cool. Auf jeden Fall ein Tank-Schredder. Ultimate ist richtig nice. Oh, er geht Shen. Shen Kasadin. Shen ist sehr safe. Shen kannst du immer picken. Das noch. Ah, der Shen Rework, wie gesagt, noch nicht so gut angekommen. Vielleicht ändert sich da aber noch was. Poppy Support anscheinend. Oder auch nicht. Bei Poppy Support, muss man sagen, ist richtig stark gegen Shen, ne? Die aktiviert ihr W, Shen kann nicht reindashen. Thresh kann auch einen Shen-Dash abbrechen, wenn er seinen Auspeitschen, seinen Flay gut plant. Aber Poppy hat die Möglichkeit, viel besser gegen Alistar und gegen Shen zu reagieren. Die können halt beide nicht mit ihren Taunts, beziehungsweise der Alistar mit der Kopfnuss rein. Und witzigerweise kann auch Elise nicht mal Q'en in der Spinnenform. Ah, das ist ja auch so ein kleiner Jump. Weiß noch nicht ganz. Ich denke, Thresh hat mehr Utility als Poppy. Aber Poppys Support ist gegen diese Komposition echt nicht schlecht. Auch Lucian kann nicht rausdashen aus dem W. Und das ist... Bei Thresh ist es so, du kannst alles mit dem Auspeitschen genauso wie Poppy machen. Du kannst genau die Dinge abbrechen, dass sie nicht passieren. Aber du musst es gut timen und du musst die richtige Richtung angeben und so weiter. Bei Poppy musst du, sage ich mal, nur gut timen. Da musst du einfach schnell genug W drücken. Ich hätte, glaube ich, hier Poppy nur wegen der Dash-Mechanik ein bisschen cooler gefunden. Aber ist in Ordnung. Beide Teams haben eine solide Ausstattung. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Sven nur etwas Feed braucht, um genug Schaden anzurichten. Kasadin, dieser Kasadin braucht ewig zum Scalen. Aber wir sind hier bei der LCK. Und deswegen haben wir 20 Minuten for free. 20 Minuten im Custom Game sind die ja. Und deswegen ist das kein Problem. Und deswegen kann man ihn stacken lassen. Und Lucian ist konstant. Und Lucian ist wirklich ein sehr, sehr konstanter Champion, den man wunderbar picken kann. Wunderbar! Na, absolut. Keine Probleme. Meine kleinen Söhne. Hier sehen wir mal die beiden Teams.
sich gegenüberstehen. M-Fire finde ich echt viel gut gemacht. Ich habe sie unterschätzt, aber Hippo ist so ein kleiner Nachspieler. Da wirklich ein paar gute Leistungen gebracht. Aber ich bin mit dem Shen nicht zufrieden. Ich finde, Shen ist einfach zu solide, okay? Also Shen kann seinen Auftrag erfüllen, kann mit Cassidy coole Plays machen. Du kriegst den Shen ziemlich mobil von links nach rechts, wenn du ihn ultest. Aber ja, es ist mir zu wenig Impact, ganz ehrlich. Ich habe ja Shen, keine Ahnung, wie viele Mastery-Punkte. Das ist einfach nicht schön. Naja. What are you, what, hey? Jetzt dürfen wir wieder dieser wunderschönen Stimme lauschen. Die nach 30 Sekunden erklingt. Ah, Musik in meinen Ohren. Musik in meinen Ohren. Na gut. Cassidy gegen Victor. Beides Charaktere, die sich eigentlich ganz gut kloppen können. Können sich gegenseitig outplayen. Gerade vor Level 6 kann Sazen abgeholt werden, aber wir sind ja bei der LCK, aber es ist sowieso nicht. Deswegen werden die beiden in aller Ruhe scalen. Kommt Sazen, denke ich, ganz gut entgegen, weil er natürlich... Oh, die haben die Musik ein bisschen krass aufgedreht. Einfach random mal volle Hütte so Volumen hochgeschraubt. Ja. Könnt ihr diese schöne Summer's Rift Musik uns anhören, weil wir sowieso sehr verhalten bleiben. Ich bin nur gespannt, ob es ein Kasanin wird, der nur auf Rot geht, oder ob es einer wird, der sagt Rot und Tier. Letzte Variante mit Trainer ist super langsam. Okay, die ist halt richtig, richtig langsam. Dauert, bis sie scaled. Aber wie gesagt, in Korea hast du 20 Minuten for free. Dann geht das. Lane Swap kommt bei beiden quasi durch. Die beiden Duo-Lanes begegnen sich auch da auf der Top-Lane. Das bringt ein bisschen Würze rein. Auch ist nah ein Charakter, der eigentlich viele Top-Laner pressuren kann. Weil du hast ja zwei Probleme Gegner. In der Melee-Form hat er Auto-Attacks mit Reichweite. Prozentualen Schaden. Mit den Stacks. Und in der Mega-Nahform kann es auch nicht gehen, weil er deine Stats überragt. Tut halt, macht halt ganz schön Aua. Aber der aktuelle Shen, wie gesagt, der auf den PBE geht, der wird einfach nur leiden. Und der aktuelle Shen kann mit der Vopal-Klinge wunderbar arbeiten. Aus der Distanz, KI-Strike ist auch sehr, sehr schön. Er ist halt wirklich, Shen ist einfach wirklich auch, wenn man so einen Champion in die Schule packt, das ist derjenige, der überall nur 2 kriegt. Okay, der kriegt überall nur 2, aber auf dem Sportfest carryt er überhaupt nicht. Okay? Oh, schöner Flash. Wäre nämlich der Cocoon gekommen. Level 2 Gank. Selten gesehen. Wäre aber tödlich gewesen. Wäre tödlich gewesen. Windrate auch von Spenu mit Kasedin 100%. Edge hat schon mal mit dem Victor verloren, aber das sagt er wieder gar nichts. Die beiden werden versuchen, hier alle Ruhe zu farmen. Was man natürlich bei dieser sehr, sehr ruhigen Spielart der LCK sagen kann, ist, dass die Phase des Farmens sehr entscheidend ist. Und man sieht es, das war gerade super viel. Nicht nur super viel Laserschaden, sondern viele Minions unter dem Turret verbraucht. Das ist der Vorteil an Victor, sein Wavedeer. Ist schon zu Beginn sehr stark. Geht einmal bei 1000 Gold in die Base, baut sein Hexcore aus, sein Laser ist mit diesem Nahbrennschaden, sage ich mal, ausgestattet, das den Damage ungefähr um 40% erhöht, also mit dem gleichen Ziel, oder gemerkt. Ist immer sehr lustig, ne? Dieser Schaden vom Laser hat ja danach diese Animation, dass noch so Feuer kurz hinterherkommt, sage ich mal. Der Schaden vom Laser und vom Feuer ist der gleiche. Ist genau der gleiche. Nur wenn du beide Instanzen, also wenn du gelasert wirst und den Nachbrenner bekommst, ist der Nachbrenner zu 40% stark. Aber solltest du meinetwegen den Laser ausweichen, aber dann ins Feuer laufen, kriegst du genauso viel Schaden, als wenn du nur den Laser abbrennst. Total praktisch. Ein wirklich praktischer Effekt. Viel praktischer aber ist, dass er massiven Wave klärt.
Und das schon unglaublich früh. Jetzt hat man aber vom Farm her nachgezogen. Sasin da jetzt auf dem gleichen Level. Hat er gut gemacht. Und das ist natürlich gut für ihn. Kasedin ist auf eine ganz andere Art und Weise ein sehr effektiver Champion im Late Game. Kann Leute catchen, hat viel AOE-Schaden, sehr, sehr mobil. Währenddessen natürlich ein Viktor mehr so die Burst-Maschine ist. Und das nicht in zwei Rotationen wie Kasedin. Oh, hat ihn nicht gesehen. Zack, Cocoon sitzt. Taunt perfekt nacheinander gemacht. Aber wird groß. Damit natürlich 4 AP for free bekommen und überlebt es. Wow, das Timing. Wie gut. Ah, die hätten beide instant hinterher geflasht, um den Kill zu holen. Jetzt hier vor Level 6 den Kasedin abgeholt. Da ist der Laser, da ist der tot. First Blood. Für Viktor. Super stark. Edge. Damit mit dem Vorteil Kasedin gegenüber. Das muss man auch so machen. Du gängst Kasedin vor Level 6, wer hätte es gedacht. Er natürlich nicht so gut wegkommt. Und war solide. Eigene Gank Prevail, sage ich. Ja, konnte man verhindern. Ich finde es halt gut, wie Sora da reagiert hat. Er hat wirklich gewartet, bis der Taunt vorbei ist. Bis der Cocoon und dessen Betäubung abklingt und dann sofort in seine nachgesetzt. Aber er ist halt so mega nah mutiert. Nur ganz kleine Sachen, die halt ärgerlich sind. Hier auch der Vorteil eines Kasedins, wenn er sein Blade hat. Dass dieser Blade auch nicht schaden. Hätte sogar eine AP-Scaling. Dass dieser beim Last Hit hilft. Unterm Turret. Also die Kasedins werden einmal vom Turm getroffen und es reicht nur ein Auto-Take aus, anstatt zwei. Und dann kann man auch den Farm-Vorteil wieder ausbauen. Und hier sieht man auch diese Kasedin-Variante. Er wird auf Rod gehen. Aber er holt den Zauberstab zu ihm aus. Geht auf die Damage-Variante. Weil bei ihm muss man auch. Upsala, dazu sagen. Jetzt der Flash. Oh, er hat selber die Neid, aber perfekt in den Cocoon. Schön gemacht. Flawless. Der ist hier wirklich on the run. Überall am Jungle und natürlich auch am Ganken. Schön gemacht. Natürlich das Piercing Light auf Stufe 3 selbst gedodged. Das ist eine Katastrophe, aber das ist okay. Das war nicht vonnöten. Secret hier wieder. Secret ist so ein guter Alistar-Spieler. Das ist der Hammer. Sehr, sehr unangenehm. Aber hier sieht man es auch, diesen Shen, der so sauber auf der Botlane arbeitet. 10 Farben mehr. Gegen einen Lane. Gegen einen Champion, der 2 Items mehr hat, weil er schon einmal in der Base war. Sehr gut. Ah, Shen. Absolute Konstante. Jetzt hat man die Ultimate auch zur Verfügung. Und ich sage euch was. Ja. 15 Minuten für 3 Kills. Jetzt sind es noch 13 Minuten für 2 Kills. Dann ist Schluss. Und wisst ihr, wer das unterstützt? Shen. Okay? Shen führt dazu, dass man. Er kann natürlich die Ultimate aggressiv nutzen. Haben wir auch gerne gesehen. Aber es wird so sein, dass jemand rettet. Und dann wird Empire disengaged, wenn sie überhaupt den Fight suchen. Weil. Ich erkläre es für diejenigen, die jetzt vielleicht neu dazukommen. Wir sind hier bei der LCK. Wir kämpfen nicht vor der 20. Minute. Wir töten nicht über 4 Leute vor der 20. Minute. Und wir kämpfen erst dann, wenn wir Power Spikes dafür haben, also die entsprechenden Items. Hier ist natürlich sehr schwer. Ich finde Victors Power Spikes zu messen ganz schwierig, weil sie so vom Hexcrafting sind. Viele Leute wissen nicht, wann ein Hexcore stark ist und wann nicht. Weil du packst ja Punkte in ihn rein und es passiert folgende Dinge. Er darf ein Spell verbessern. Ja, zum Beispiel bekommt der Laser einen Nachbrenner, sein Q beschleunigt, sein Q beschleunigt ihn und sein W zieht die Leute so ein bisschen rein. So Orianamäßig. Aber zusätzlich kriegt man auch Mana dafür. Oha, Flawless, da ist die Shen-Ult. Deswegen stirbt niemand. Aber es sieht nach einem größeren Battle aus. Sind wir hier in der EU? Was ist da los? Thrash will man hier abholen. Schafft das nicht ganz. Elise ist gestorben. Secret! Ab, 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 ab. Er flasht. Er kriegt den Kill. So. Wie viele Kills haben wir, Leute? Leute, wie viele Kills haben wir? Wir haben 4 Kills. Ab jetzt ist Schluss. Oder Clown Siesta. In der LCK. Ja. Ein bisschen gefährlich wird es ja schon. Die wollen es spannend machen, aber glaubt mir, ich finde die Wahrscheinlichkeit ist immer noch sehr, sehr hoch, dass wir keinen weiteren Kill sehen. Weil das Ding ist natürlich, dass Svenu jetzt auch drauf reagiert. Na, die sagen sich, die sind gerade vorne. Wir können nichts machen. Ja. Aber es werden nicht mehr als 4 Kills. 4 Kills ist the border. You do not cross. Sagen wir im Deutschen.
Aua, das tut aber weh. Ah, und da ist er weg. Also den ist er doch ein bisschen sicher. Roll jetzt auch zur Stelle. Kann ihn dann so ein Stück weit noch beschützen. Ich wollte aber nochmal über die Power Spikes reden. Wie gesagt, Rod of Ages würde es bei Zazen sein, wenn er den zur Verfügung hat. Runic Echo für Flawless. Und beim Hexcore die Problematik oder der Vorteil, es verbessert den Spell. Du kriegst Mana, du kriegst AP und du steigerst dein AP pro Levelwert als Viktor. Das ist so schön. Das bedeutet, du bist Viktor, verbessert das Ding, hat jetzt nochmal einen Punkt reingeballert, hat es jetzt auf, also zweimal schon verbessert, 2000 Gold investiert. Und er ist auf der Lane, levelt und das Item wird besser. Sowas kann nur die Träne oder der Rod. Ja. Er wird mit der Zeit indirekt, natürlich aber mit dem Level, einfach besser, weil es auch eine Level-Skalierung beinhaltet, die sich pro Hexcore-Erweiterung steigert. Du kommst, glaube ich, später auf 166 AP oder sowas. Level 18, nur mit dem Item. Ja. Der braucht aber noch, wenn man so ein Ding hat. Drache wurde genommen. Da finde ich auch schön, dass man da diese Mega-Valkyre benutzt hat, einfach nur für den Damage. Das ist halt eine Rumble-Ultimate, die einfach mehr Schaden macht und auf AD skaliert. Das ist schon sehr, sehr solide. Aber wird meine Theorie aufgehen? Wird es so sein? Ich denke ja. Wieder sehr konfident an die Sache ran. Zazen in der Base. Ich denke, er hat seinen Rod fertig. In der 11. Minute. Wie im letzten Spiel. Bei der Lissandra. Zack. Oh, jetzt haben wir hier so ein bisschen geskippt anscheinend. Hat es nun fertig. Mit Lane wird unter Druck gesetzt. Damit öffnet sich die Karte für Empire. Empire, sag ich schon. Für Empire. Taran Keren Hanjin, weil jetzt natürlich die Möglichkeit besteht, in die gegnerischen Jungle noch mehr einzudringen. Ich finde, Benno hat schon ziemlich gut darauf reagiert, weil sie haben viele, viele Wards da, Pink Wards, normale Wards, sie können ihren eigenen Jungle sehr gut sehen, damit natürlich Crush nicht nervig ist. Hat ja schon ganz solide Items. Ja, Victor ist auch ein sehr lustiger Mensch, Roboter, Hybrid irgendwie. Lacht sehr gerne, wenn er seinen Laser auspackt. Kaman. Na. Ja. Jetzt der Kampf, der wohl langweiliger nicht sein kann, denn es sind zwei Tanks. Na, aber mit dem Vorteil, denn er hat den prozentualen Damage und er hat Reichweite. Damit natürlich einen kleinen Vorteil. Klein, aber fein. Tyndiforce ist nun bei Soul fertig. Auch der Moment, wo man fighten möchte. Essence Lever dauert noch bei Nuklear ein bisschen. Und das wird genau der Moment sein. Sie wollen wahrscheinlich irgendwann den Drachen holen. Mindestens Essence Weaver, vielleicht sogar mit Eifer, wie im letzten Spiel, wird für Lucian fertig sein. Oha, Flawless, sehr, sehr mutig. Sieht sich in Überzahl. Muss aber vorsichtig sein. Oh, der Fluch! Ist noch nicht gebrochen. Er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Er kommt da runter, er lebt noch, aber Korki ist zur Stelle. Er lebt noch. Nein, er ist down. Der Fluch wurde gebrochen. Es ist eine Clown-Siesta. Die Kills regnen links und rechts. Die Nordwold. Oh mein Gott, der crusht die Leute kaputt. Aber Zazen ist immer noch Kasadin. Aber er kommt selbst hier nicht mehr weg. Weggelasert. Leute, wir sind nicht bei der LCK. Die fighten, was ist denn hier los? Die fighten vor den Power Spikes. Haben die es eilig? Ist ja schon das dritte Spiel. Das ist ungewöhnlich. Ah, in den letzten zwei Tagen habe ich einige LCK-Spiele gesehen und hier wurde der Fluch gebrochen, meine Freunde. Es sind 9 Kills gefallen in 12 Minuten bei der LCK. Wahnsinn. War aber auch nicht flawless, wie er gespielt hat. Badums. Aber Zügig hat sich größte Mühe gegeben. Wieder schöne Knockups gezeigt. Saß er natürlich auch sehr fleißig. Schöner Taunt. Und so, aber die Nahult. Holy moly. Die hat die Leute komplett zerberstet. Schön an die Wand geknallt. Mit dem Gravitationsfeld auch noch. Und schon froh sein, dass hier Shen so gut weggekommen ist. Aus der ganzen Misere. Aber wunderbar. Ja. Korea ist bestimmt Panik ausgebrochen. Wahrscheinlich. Also irgendwas. Vielleicht müssen die auch alle auf Toilette oder so. Man kann es aber auch gewisserweise verstehen. Du willst halt keinen starken Kasadin haben. Das bedeutet, du musst das Spiel auch zügig in die Hand nehmen. Und jetzt gegen den zweimal verbesserten Hexcore und das Höllenzepter. Da willst du gegen Edge überhaupt nicht mehr kämpfen als Midlaner. Reduziert sehr viel magischen Schaden. Durchdringt natürlich einiges an Magieresistenz. Und ist in der Lage, natürlich auch den magischen Schaden für Korki vorzubereiten. Weil Korki profitiert vom Helmzepter. Natürlich nicht, wenn er es trägt, so das wäre ein bisschen albern. Aber wenn andere es haben,
Das ist richtig, richtig krass. Kann man schon ein bisschen Druck ausüben. Und jetzt hier auch den Turret weiter angreifen. Machen das hier auch nicht schlecht. Oh, da kommt Sazen. Aber so kann davon. Jetzt sind auch die Mana-Kosten noch zu hoch für Sazen, dass er noch hinterherjagt. Doch nicht Stufe 11. Sehr was anderes. Herald machen wir jetzt ebenfalls. Mensch, das ist ja das ist ein ganz ungewöhnliches Spiel hier. Aber im Fire. Die geben sich größte Mühe. Ich finde, im ersten Spiel haben sie echt überhaupt nicht die Leistung gezeigt, die man erwartet hätte. Oder sagen wir mal so, die man jetzt im Nachhinein erwartet. Weil das Spiel wirklich einfach schwach. Jetzt sind sie aber anscheinend wach geworden. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Best of Threes einfach, also alleine das schon, die überlegenere Form der kompetitiven Gestaltung eines Turniers ist oder eines Ligasystems. In der normalen LCS, EU und NA, hat Spenno das erste Spiel gewonnen, haben den Punkt und ihre Woche gestaltet sich sehr, sehr entspannt. Sie wissen ganz genau, hey, wir haben einen Punkt geholt. Super nice. Hier ist es so, dass du über 3 Spiele im schlimmsten Fall konzentriert bleiben musst. Und hier ist noch lange nicht klar, wer der bessere von beiden ist. Und einige Teams müssen nur mal ein Spiel erst versemmeln, um dann aufzuwachen. Das ist halt jetzt aus rein kompetitiver und vergleichstechnischer Sicht echt nicht schlecht. Ja. Das ist wirklich tausendmal angenehmer, finde ich. Und nicht im nächsten Split hat ja Riot schon angekündigt, dass sie eine Änderung haben wollen. EU und NA sollen ebenfalls, glaube ich, dem Best-of-Two-System folgen. Also das ist halt schon mal etwas anderes Format, etwas anderes System. Und ist auch total okay. So kann man machen. Für uns als Kommentatoren ist bloß das Timing der Spiele. Nur schauen, wie wir das Ganze organisieren. Weil natürlich dann, glaube ich, sogar EU und NA teilweise simultan laufen. Was halt super bitter ist. Aber naja. Man durch. Vielleicht wird ja alles nochmal verworfen. Fest steht, dass halt LCK, aber LPL auch, einfach wesentlich mehr Spiele haben. Die spielen einfach wesentlich mehr in einem Split. Was ziemlich cool ist, weil erstens hast du viel mehr Praxis. Ja, die Europäer und Amerikaner, die haben ihre Scrims, die haben ihre Trainingsspiele. Hier sind ja die Trainingsspiele auf der Bühne gemacht, so ungefähr, weil es einfach viel mehr sind. Viel, viel mehr. Und natürlich noch auch statistische Dinge sind dann interessanter. Wir versuchen nicht in der Analyse mal darüber zu reden, okay, der pickt den Schirm, der ist mit dem gut, statistisch gesehen hatte hier die und die Winrate. Das ist halt albern. Das sind sehr schlimme Zahlen einfach nach 4 Spieltagen insgesamt oder nach 2 Spielen, 3 Spielen, 4 Spielen pro Team. Das ist halt einfach wenig. Und hier sind es einfach massenweise Daten, die du hast, die du erheben kannst und auch als Analyst, als Coach drauf reagierst oder als Kommentatoren. Es ist immer schön zu sagen, ja hier, der gute Crush, der hat mit Rek'Sai eine 72%ige Winrate. Gegen Envy's hat er sogar eine 90%ige. So, das klingt halt nicht schlecht. Jetzt aber Crush, schöner Knock-Up. Konnte ihn da gut unterbrechen. Der hält aber auch einiges aus. Nuklear jetzt nur noch in einer guten Position. Muss da aufpassen. Valkyrie direkt da rein. In der L-Form. Eine schöne 1 reingebrannt hier auf die Map. Nuklear mit dem Niedermähen. Hat Thresh genau gewusst, dass er vor den Zacken da endet. Jetzt will man so auch fokussieren. Der hält es aber wunderbar aus. Sazen zur Stelle. Der Assassin schlägt zu. Rasiert jetzt 2 schöne Force Pulls. Verlangsamt. Geht immer rein. Der will die Tod schön gemacht. Meine Güte, Triple Kill insgesamt geholt. Oh, das ist ein Soa, übel stark. Dass er genau wusste, dass er das noch aushält. Ja, da kommen wir aber nicht mehr ran. Das war eine richtig fiese Schelle. Deswegen will man das Spiel auch schnell beenden, weil das da ist einfach ekelhaft. Kasadin, dass er nochmal reingegangen ist. Ich dachte, er springt einfach raus, nachdem er den Double Kill hatte. Aber wir schauen uns das nochmal an. Also, Edge bemüht sich. Wo hat er eigentlich hingeholt, der Sohn? Ah, Laser ist da. Oh, der hat die Ult ein bisschen verfehlt. Wenn hat er Flawless ordentlich unter Druck gesetzt. Schöner Cocoon. Trifft hier Corki. Ist arbeitslos. Kann nichts machen für 2 Sekunden. So, jetzt hat Kasadin den ersten auseinandergenommen. Jetzt ist Edge dran. Keine Chance. Und hier geht er rein mit der Ult. Zack. RIP.
Laserheat. Wunderbar gemacht. Überlebt das am Ende sogar noch. Das ist nicht schlecht. Man muss bedenken, Kasadin macht zwei Dinge mit der Ultimate. Oder mehrere, ne? Er überwindet viel Distanz, das ist klar. Er macht Schaden an der Stelle. Und es steigern sich ja nicht nur die Mana-Kosten für ihn pro Sprung innerhalb einer bestimmten Zeit, sondern der Damage auch. Ja, du bezahlst deine 1200 Mana für den Sprung, machst aber auch wesentlich mehr Schaden als zuvor. Der springt dann einfach ins Face. Sehr gut gemacht. Wie Rio am gestrigen Tag. Der hat auch gesehen, dass er kurz davor war zu sterben. Vielleicht aber trotzdem noch in den Gegner für den Frostring, fürs Q, für den Damage, fürs Team. Ja, sehr, sehr schön. Der Lich Bane hat zweites Item. Ah, das ist natürlich Single-Target-Schaden auf Doom, ey. Das wird noch eine sehr, sehr gefährliche Kiste. Hat zwar 3000 Gold Vorsprung, ist aber lächerlich gering. Und Spenu hat noch einige Turrets abzuholen. Das ist einfach Gold, was einfach erstmal noch lagert und sich noch gönnen kann. Weil sie aktuell gut reingepusht werden schon wieder. Zack, da läuft einfach die Spinne hinterher. Man hat gestern ja auch eine Spinne beinahe ein Grace zerstört. Wenn der nicht der Gottfried wäre mit dem Epic Face of the Mountain Schild. Bezogen auf die Items, sind die mit denen halt allen anderen Lanes massiv voraus. Natürlich an der Kill-Situation. Hippo, aber... Oh, der Frozen Mallet, der ist einfach räudig. Offensive Shen-Ultimate. Aber, ne. Wenn der sich verwandelt, da willst du nicht nochmal rein. Sehr sicher gemacht von Soa. Eigentlich total nachvollziehbar. Nuklear hat auch noch das Cunning. Kann also bei Bedarf die Minions gut weghalten. Aber Hippo ist auch in der Lage, gegen zwei Mann seinen Turm zu halten. Sie haben noch keinen einzigen, ne? Es ist doch schön, dass man das Gold noch hat. Sie können das aktuell nicht anzapfen. Gut, bezogen auf die Power Spike. Soul ist richtig stark. Er hat Rapid Fire und er hat Train the Force. 4 Crit, 4 Schaden. Er hat die Schuhe. Wunderbare Durchdringungswerte. Er ist auch einer der Charaktere, der nicht nur halbwegs wie die gefarmt ist, sondern auch ein Stück weit defeated. Heat muss natürlich ausgespielt werden. Das ist nicht immer einfach. Zum Glück, dass er die letzte Situation unbeschadet überstanden hat, wie der Beispiele. Ich würde aber an seiner Stelle trotzdem mit Vorsicht gegen Lucian spielen. Weil vom Crit-Wert überflügelt er ihn, klar. Aber Lucian hat den Doppelschuss. Und das ist natürlich auch eine wertvolle Quelle. Es ist halt schwer. Also wenn jetzt Koki und Lucian gegeneinander spielen, ist es so ein bisschen skill-lastig, ob dann noch die Phosphorbombe und ein paar Raketen sitzen. Und das ist nicht einfach. Geister sind schon fertig für Crush. Da wird sehr viel Respekt Sazin gegenüber gezollt. Nuclear wird's freuen. Er setzt den Rapid Fire Cannon auch fertig. Zwar ein Pickaxe im Rückstand. Zack. Zack, ziemlich wenig Schaden. Das war die Geister sich tut hier ihr Werk. Jetzt natürlich Frage, ob man sich den dritten Drachen gönnen kann. Ben würde gerne einen haben. Können jetzt den Drachen rausziehen. Resettet sich auch noch nicht. Und TP, sie kriegen ihn. Das ist schon mal nicht schlecht. Movement Speed wird erhöht. Box ist da zum Entschärfen. Secret. Das ist schon Panik-Ultimate hier. Wollte auf Nummer sicher gehen. Sazin. Ja, der konnte da oder wollte da anscheinend nicht dazukommen. Jetzt TP anscheinend abgebrochen. Das ist ärgerlich. Drei Drachen jetzt schon abzugeben. Empire hat hier eine gute Möglichkeit, sich einen sneaky Weg fürs Late Game zu sichern. Und schon wieder ist Hippo da. Ich glaube, wir sehen jetzt gleich ein Déjà-vu. Weil der wird geslowt. Oha, er fightet. Jetzt kommt Shen. In 3. 2. Kommt doch nicht. Ich dachte, sie machen jetzt wirklich genau das gleiche Play. Aber sie verlassen sich einfach auf die Mobilität von Sazin. Ich hätte gedacht, dass man wieder Hippo versucht zu bedrohen. Er war aber jetzt schon wieder riesengroß. Und Thresh war auch in der Nähe. Das ist ja unangenehm geworden. Deshalb sagt man sich, hey, das ist Kasadin. Lass ihn einfach nur in aller Ruhe farmen. Lass ihn in aller Ruhe die Leute komplett aus dem Leben outscalen. Und dann ist man schon wunderbar dabei, das Spiel doch zu gewinnen. Ein Turret haben sie ja bekommen. Witzigerweise genau von dem Spieler, der so gefeedet ist. Und das ist nicht schlecht. Das ist auch Kasadin echt nice mit dem Lich Bane. Das ist halt. Also, du wirst einfach zum Turret.
Destroyer schlechthin. Du kannst es normalerweise sowieso recht solide. Also die Zerstörung der Gebäude. Weil du natürlich die EP draufrechnest zu einem gewissen Teil. Aber Lich Bane übertreibt das Ganze natürlich und ist ganz schön ins Lächerliche. Hier wollte man Hippo abholen. Ah, das Problem ist halt, Shen ist nicht. Also Shen ist ein guter Gangpartner. Sag mal, bis Level 9 oder so. In einer normalen Lane. Weil man natürlich einfach mit 1,5 Sekunden ziemlich viel CC hat. Man hat einen gewissen Initialburst und dann kommt der Jungler und tötet ihn. Oder hier halt, wer ist der Midlaner gewesen? Jetzt ist aber Shen ziemlich useless. Oha, da kommt einfach der krasse Blue Buff. Die Laufanimation ist natürlich wieder godlike. Slidet da lang, jetzt slidet er zum nächsten. Das liegt am Spectator. Aber bei den Spielern ist der Blue Buff ganz normal. Wurde jetzt auch genommen, also gestohlen von Soul. Kam wahrscheinlich die Epic-Rakete oder der Epic Trinity Crit Auto Attack. Macht natürlich auch einiges an Schaden. Aber ist in Ordnung. Goldvorsprung ist minimal. Nicht viel. Der Kummer für Spenu ist halt wirklich die Drachenangelegenheit. So viele sollten da echt nicht fehlen. Das ist ein sehr, sehr unangenehmer Punkt, den man hier erreicht hat. Also hier höchste Vorsicht. Ich weiß gar nicht, wie oft man in der LCK den fünften Drachen sich gönnt. Ich glaube, die Zahl ist auch erschreckend niedrig. Aber Sergeant Sazen will natürlich ja das Spiel langsam aber sicher carry. Man lässt ihn scalen. Schiebt diese ruhigen ersten 20 Minuten so ein bisschen, ja, ein bisschen nach hinten. Aber man hat viele Kills geholt. Jetzt muss man das so in diese Ruhephase, diese Farm- und Power-Spike-Phase nachholen. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, es gibt nichts zu holen. Und Fire ist in der Lage, die Lanes wunderbar zu pushen. Kann also keine Drucksituation an einem Turm aufbauen. Lagern ist ebenfalls schwierig. Lucian hat keine hohe Reichweite. Das ist auch schwierig und es gibt keinen Drachen und keinen. Also es gibt Baron, den man kämpfen könnte, aber Baron wird natürlich gut vorbereitet. Den holst du den aber nicht random. Da weiß ich gar nicht, ob ein Team jetzt dazu überhaupt genug Schaden hat. Wahrscheinlich müsste Victor auch ulten, damit das wirklich ein bisschen schneller geht. Deshalb. Ein ganz normales Spiel, wo man sagt, lass die Gold brauchen, farmen. Und man sieht halt die Verteilung. Shen kriegt wenig, braucht auch wenig. Und viel Gold wird in Sazen und Nuklear reingesteckt. Was ich für vollkommen richtig halte. Power-Spike-technisch gesehen haben wir jetzt langsam die nächsten Items zur Verfügung. Nuclear ist natürlich vom Infinity Edge noch sehr weit entfernt. So ist da ein bisschen näher dran. Aber jetzt kommt denn bald der Drache in 1:42 und das ist so der Moment, wo man kämpfen will und wo es, wenn man sich langsam überlegen sollte, mit einer gewissen Strategie ranzugehen. Wir haben jetzt nämlich das Package für Korken. Ja, der ist da schon ein bisschen gefährlich. Den Turret Face Tank man sogar. Package macht ihn natürlich sehr, sehr schnell. Wird aber bald, ja, ist jetzt verloren gegangen. Oh, der Flash von Sazen kommt da rein. So, sofort dazugekommen. TP zur Stelle. Kann da nochmal raustaunten. Hat keine großartige Aktion. Nina mehr. Oh, der Cocoon stark. Sehr gut gemacht. Konnte den Supporter betäuben. Keine Kalista da, um den irgendwie zu retten oder so. Das war wunderbar gemacht. Hat natürlich Gär vorher schon geflasht. Konnte nicht mehr raus. Das ist halt der Auftrag von Elise. Ne? Du bist der Stunbot. Triffst die Leute. Leute irgendwie aufhalten. Jetzt der Turret sofort genommen. Das seht ihr, wie hart es bestraft wird, wenn lediglich der Supporter fällt. Weil der natürlich auch seinen Auftrag hat. Jetzt heißt es sich zurückziehen, aber eine 4 gegen 5 Situation willst du nicht forcieren. Auch wenn das Niedermeer entfehlt. Flash gekohlt sich, aber Flash hart. Zack, Edge, so wurde abgeholt. Seht ihr, wie gut die Spells einfach landen. Mechanically gesehen. Super schön. Einfach der Taunt perfekt, na, der ist halt nicht das Atom, der ist so, der spielt in der LCK. Wirklich sehr schön gemacht. Da kann man auch Edge nicht böse sein, weil du kannst, wenn du betäubt bist oder sie sieht generell, kannst du noch healen, hat auch gemacht, versucht zu überleben. Zweimal wurde sogar geheilt. Beide haben das rausgeballert. Aber Edge kann nicht flashen währenddessen. Und gegen Flash, gegen einen guten Flash-Taunt kannst du nichts machen. Okay. Kann sie nichts mehr. Das ist sehr, 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 sehr schnell. Das musst du quasi voraussehen, so ein Stück weit. Und jetzt ist Benno richtig gut dabei. Kriegen auch ihren Drachen. Ist der erste. Ist so wichtig. Wenn du einen 3-Item-Kasselin hast, dann machen sich 6% sehr, 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 sehr schnell bemerkbar. Und dann Fires 5. Drache, der Power Spike, der damit auch verbunden ist, weit nach hinten geschoben.
Sehr schön gemacht. Ein gutes Team zeichnet sich dadurch aus, dass man... Oha, Hippo. Das ist einfach der Face-Hippo. Schön ausgewichen. Na, Ultimate. Einfach eiskalt. Es wäre auch sinnlos, rüber zu gehen, da zu viel Magieresistenz. Man muss ja bedingen. Er hat Schuhe, Spectacow und... Er ist in der Mega-Nachform. Und er hat den Mauer vom Mutius. Das heißt, 500er Schild. Den kriegt der Kase, die nicht so sprach. Man muss auch bedenken. Mauer vom Mutius gibt den epischen Schild. Und Schild skaliert indirekt mit Armor und Magieresistenz halt in diesem Fall. Ja, denn Schild ist halt stärker, weil der BHP zählt, wenn du viel Rüstung hast. Das macht einen Unterschied, wenn Janna einen 300er Schild auf einen Tank gibt oder auf einen AD Carry. Ja, Schild auf dem Tank hält natürlich ewig. Mir ist genau der gleiche Fall, man hätte Hippo nicht in 8 Monaten getötet. Deshalb auch die richtige Entscheidung. Man hat die Ultimate provoziert. Abklingzeit kann man jetzt auch nicht direkt nutzen. Ist auch ärgerlich für sie, dass man die Krabbe nicht sichern konnte, Spenu mit diesem riesen Vorteil. Das ist auch etwas, was ich für so eine so tolle Änderung halte, für die rote Seite. Früher war die rote Seite einfach so bad, wenn es darum ging, den Baron zu halten. Du musst halt so außen rumlaufen, kannst zwar in den Pit warden, bist aber auf der anderen Seite, musst irgendwie reindashen, reinflashen, das ist halt total unsicher, weil du selten wieder rauskommst. Aber mit der Krabbe, wenn du die einmal machst, hält das Ganze natürlich sehr, sehr lange davor. Du hast den Movement Speed Buff und auch eine gewisse Übersicht. Es hält natürlich nicht ewig, aber es ist besser als nichts. Also unverwundbar im Prinzip für die entsprechende Zeit. Im Gegensatz zu einem Ward, der natürlich ausgeschaltet werden kann. Und Blue Wards hat man nur einen beim Fire. Der Rest hat wirklich noch die normale Version. Sehr ungewöhnlich. Ich spiele als Toplaner sehr häufig. So wie Hippo, einfach wirklich mit dem normalen Trinket. Aber die blaue Version, gerade wenn du den Cooldown beachtest, wurde zwar ein bisschen angepasst, Cooldown etwas höher ist, aber trotzdem kannst du halt Ward-Spam ohne Ende. Die Wards zacken bloß übel hart, weil du zu denen nicht TPen kannst. Das ist ein bisschen bitter. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, warum er das gemacht hat, aber wird schon eine richtige Entscheidung sein, weil sonst ist TP einfach zu stark, weil der überall hinkrasst. Die Dinger liegen ja sonst wo. Das ist schon not bad at all. 32 Minuten wurde erreicht. Kompletter Gleichstand. Infinity Edge fertig. So für beide Carries. Wird er da gut nachgezogen. Niedermin geht rein. Einfach abnormalster Schaden. Ist ja schon Level 16. Hat die Ultimate auf Stufe 3. Ja, sehr, 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 sehr schön. Jetzt natürlich die Frage. Wer macht den ersten sinnvollen Schritt? Das ist auch schwer. Ich glaube... Also es ist nicht schlecht, dass Edge so einen großen Farmvorteil seinem Kontrahenten gegenüber aufbauen konnte. Er versucht als Viktor seine Aufgabe zu erfüllen. Ihm fehlt aber entweder ein epischer Hut oder ihm fehlt das Stundenglas. Beide Items kann er sich noch in aller Ruhe gönnen. Das Höllenzepter ist jetzt halt ziemlich seltsam in der Komposition. Es ist okay, weil Elise, Shen und Sase natürlich mit Cassian viel magischen Schaden machen. Unterstützt auch Corki, wie ich am Anfang erwähnt habe. Aber du brauchst den Hut. Mit Rabadons hast du dann so einen unnormalen hohen AP-Wert auf einmal. Weil du hast ja das Hexcore. Hexcore, er ist Level 17. Hexcore gibt ihm jetzt so 160 AP. 155, irgend sowas. Und darauf einen Rabadons ballern. Einfach RIP. Ach, unnormal. Unvorstellbar viel Schaden hast du dann zur Verfügung. Stundenglas und fertig für Sase. Auch nicht schlecht. Stundenglas Duration, also die Dauer der Unverwundbarkeit, entspricht auch meistens sehr genau dem Wert seiner Ultimate. So, der kann rein, volle Combo raus, Stundenglas und wieder mit der Ultimate das Kampfesfeld verlassen. Hier hat man jetzt sich die Krabbe nur auf der blauen Seite gesichert und der Drache, der Baron wird attraktiv. So sicher ist aber nicht das Package. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt macht. Ist jetzt aufgetaucht. Kann man also mit arbeiten. Und sogar der Last Whisper fertiggestellt für Nuclear. Kein schlechtes Item. Aber kriegt ein bisschen Penetration auf Hippo durch. Er hat jetzt ja hier die Rüstung des Beschützers. Er kriegt ziemlich viel gegen Crush. Deadlands Plate ist ein sehr starkes Armor-Item.
Wenn sich Ed wirklich gegen das Rabadon zu viele Stunden lassen scheinen sollte, hat er gegen ihn die Möglichkeit. Die restlichen Charaktere, da bringt das Item halt nichts. Das ist halt leider so. Also er durchdringt ein bisschen von der Bonus-Armor vielleicht in den Runen. Aber sonst nichts. Und der Schaden ist natürlich auch da. Ich würde mich jetzt über einen Mortal Reminder auf jeden Fall, Dominic's Regard meine ich, freuen. Damit er prozentualen Bonusschaden gegen tankige Charaktere macht. Das wäre optimal. Weil wenn er den normalen Schaden um 15% erhöht, gerade bei der Ultimate, ist es halt zum Totlachen. Das ist brutal stark. Plus natürlich die Tatsache, dass ja Edge auf Victor sich das Rylai's gegönnt hat und somit viel Leben hat. Viel maximales Leben. Nuklear kann später mit Dominic's Regard prozentualen Bonusschaden erhöhen. Also seinen normalen Schaden stärken. Und das ist ganz cool. Der vierte Drache, den will man nun haben im Fire. Da, sehr, sehr begehrt darauf. Kann man voll verstehen, denn das ist ein game-beendendes Element. Aber, man sieht ja schon, dass Venu das Ganze nicht aufgeben möchte. Man wird hier von allen Seiten auf jeden Fall behakt. Das ist ein kleiner Eingang, den man irgendwie halten muss. Viel wird ein bisschen auf Soa verbraucht. Der Hook nicht, das finde ich gut gemacht. Vielleicht sollte den Hook definitiv aufheben. Der Drache wurde genommen von Spenu. Ist also mittlerweile der zweite, aber den vierten verhindert. Secret tief drinnen. Now, die mir nicht perfekt. Flawless war etwas bedroht. Soa tankt. Schöner Dreimantel, aber er zieht sie vom Team weg. Das ist ärgerlich. Sazen mit dem Force Pulse. Zerstört die Schilde, aber mehr auch nicht. Crush gehen nach vorne. Die Crits, die sitzen gegen E-Nuclear. Gibt dich größte Mühe. Die Leute sind low Crush. Oh, Flawless! Wurde vom Hook erwischt, unterdessen Sazen am Auden. Komm, hat nicht ganz geklappt. Der Trinity Out-Attack zerstört die Seele. Nuclear hat zwar volles Leben, aber kann hier wenig tun. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob Soa hier die richtige Entscheidung getroffen hat, in diese Richtung zu turnen. Ich denke, den Gegner wehrlos in das eigene Team zu ziehen, wäre in dem Moment besser gewesen. Weil sie rennen ja 1,5 Sekunden einfach Shen hinterher. Und dann kriegst du nochmal die Crits raus. Oh, das ist halt bitter. Flawed ist wieder da hooken lassen. Also, Secret ist reingegangen. Combo komplett verfehlt. Das ist bitter. Die haben alle rausgeflasht. Edge und Soa eine gute Position, um Free Damage rauszudrücken. Der Shen. Und jetzt taunt er nach links. Die rennen ihm alle hinterher. Und Nuclear kann keinen Schaden machen. Er traut sich da nicht rein. Jetzt kam kurz ein Crit durch. Flawless Flash und Maus. Das Stundenglas. Oh mein Gott, mir kommt die Galle. Was war denn das? Stundenglas einfach random gedrückt. Das wäre jetzt so gut gewesen. Er hätte einfach reingegangen, ihn getötet, Stundenglas, safe wieder raus. Oh, Mann. Das war ganz schön bad. Baron wurde jetzt genommen von Empire. Kann man verstehen, der Preis ist Crush. Der ist drin. Ist aber okay. Ein Jungler da zu verlieren, wenn man den Baron hat, ist absolut keine Problematik. Im Chat wird ziemlich krass angekreidet. Ziemlich krass angekreidet, dass man zweimal Solaris im Team von Spenu hat. Das ist nicht schlimm. Das ist okay. Der Schild ist zwar nur halb so stark, wenn du ihn zweimal übereinander machst. Ich persönlich bin ein größerer Freund vom Kommando-Banner, weil es gibt auch den Buff. Also man verteilt es trotzdem sehr gut über das Team. Aber du hast die Möglichkeit, einen Superminion quasi zu erschaffen, was sehr gut gegen die Korki-Raketen geschützt ist, weil es Magie-Immun ist und auch gegen Edge und gegen fast den gesamten Wave-Player. Wir gestern bei der LCS gesehen, dass das Spiele langsam begriffen haben. Aber zweimal Locket ist okay. Es gibt wirklich, ganz ehrlich, es gibt viel schlimmere Sachen, okay? Viel, 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 viel schlimmere Sachen. Trinity Force wird nun durch den sondern Soa ist jetzt eigentlich der erste Korki, der einfach sagt, ich baue jetzt Lernstab. Ich bin Korki, ich mache 80% Magic Damage. Lernstab ist eine coole Idee. Die 80 EP sind natürlich super krass. Aber die Raketen werden verstärkt. Das gleiche gilt für die Phosphorbombe. Und auch für die Valkyrie. Aber nicht die Mega-Valkyrie. Dieses Package skaliert wesentlich besser mit AD. Aber Lernstab ist die bessere Wahl. Wir haben Forgiven gesehen, der Last Whisper geholt hat. Und er dafür... Der hat dafür analytisch gesehen eine ganz schön harte Schelle kassiert. Das ist auch okay. Der Baron Buff und das entsprechende Powerplay ist natürlich verheerend. Nehmen jetzt hier alle Tier 2 Turrets. Der untere fehlt noch. Das ist eine ganz gute Vasallenwelle im Prinzip für einen Fire. Es dauert aber lange, ehe die da ist. Jetzt bin ich mal gespannt, wie man hier die Base verteidigen möchte. Das ist halt alles andere als einfach.
Flankierung wird aber durchgeführt. Secret, der ist auf der anderen Seite. Forceports. Oh, die Koordination war erbärmlich. Kann man das sagen? War nicht optimal. Dass sich Sazen einfach reinstürzt mit dem Shen-Schild, das ist nicht schlecht. Gott, Hippo hat zu viel Tinky, das ist ja total egal. Lidermane geht raus. Ein paar Schüsse treffen. Ich könnte da Thrash etwas Schaden zufügen, aber der ist auch mittlerweile sehr tanky. Ja. Dominic's Regard bei Nuclear fertig. Hextrinker versucht er auch anzuvisieren. Maufmann-Mut, das finde ich nicht schlecht. Du hast da nochmal extra Penetration. Festen Wert. Und dann natürlich Lifesteal und Spellvamp, wenn der Schild ploppt. Und das ist gut. Alles etwas sehr, sehr Feines, sehr, sehr Schickes. Also wenn ihr einfach nicht pulverisiert werden wird von Edge. Mein Gott, das Corki-Bild ist halt so defensiv. Der verlässt sich komplett auf den Victor-Damage. Und natürlich auch den von Nah. Der ist mit den Items auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aber dann noch Banshees zu holen, das ist krass. So kann halt ein Full-Item-Bild Corki aussehen, ne? Und er ist trotzdem nicht bad. Raketen tun zwar dem Shen gar nichts, aber er kriegt halt wirklich überhaupt keinen Schaden. Vielleicht geht es auch für Kassadin. Oh, jetzt hat man den Shen, der taunt aber raus. Ja, Corki macht halt echt null Damage jetzt. Zumindest an denen mit Magieresistenz. Das ist ein bisschen ärgerlich, das ist der Nachteil von dem Bild. Na, Ult geht raus, Nuclear heilt sich gegen, kann da eine gute Position annehmen. Knockup ist da. Oh, die Victor Ult. Die ist da ziemlich tief drin, hat aber aktuell nur die Kuh im Fokus. Die Leute droppen sehr low, niemand kümmert sich um Nuclear. Der ist hier fleißig, der haut hier die Crits raus, lebt halt immer noch. Crush kann nicht weiter. Nuclear macht das wunderbar, stark. Lebt halt immer noch. Die beiden Carries haben das überstanden, wenn es in die Base gehen und die können nichts machen dagegen. Die müssen sich jetzt zurückziehen. Nuclear, der Lucian-Gott hier. Super gut gemacht. Kassadin und er lange überlebt. Das Stundenglas wurde diesmal, glaube ich, sinnvoll eingesetzt. Und schaut euch den Lucian an. Hier, an die Wand geballert. Bleibt cool. Heilt so ein bisschen. Okay, kann ich verstehen. Und jetzt bedroht ihn einfach niemand. Secret Tank Idol ist komplett weg. Soa bemüht sich, saugt viel Schaden auf und jetzt schaut euch die Crits an. Zack, zack, zack. Edge an die Wand gedrückt, sofort tot. Nuclear dasht raus, den nächsten weggeballert, nächsten weggekrittet. Flash davon. Schön gemacht. Schön sauber gemacht. Und jetzt kommt halt der Knackpunkt. Jetzt kommt der Punkt, wo es richtig funny wird. Nuclear hat Maufmann Multius fertig und wisst ihr, was passiert? Corki macht fast keinen Schaden mehr an ihm. Corki macht super wenig Damage jetzt an ihm. Er hat den leeren Stab, er penetriert einiges, aber das ist ein sehr hoher MR-Wert, den Lucian da besitzt. Und der Schild hilft natürlich den wirklich 80% wohlgemerkt, des Corki-Schadens zu verhindern. Das ist das unfairste Duell, was ihr jetzt gleich sehen werdet, wenn irgendwie die AD Carries gegeneinander kämpfen sollte. Das ist not even close. Und das Witzige ist, dass Nuclear mit dem Item-Bild wesentlich weniger Leben hat als Soul und somit 15% mehr Schaden macht. Wahrscheinlich hier sogar 10%. Denn der hat hier nicht ganz 500 Leben. Oha, mach's gut. Oh, der übersteht das Ganze noch. Gravitationsfeld ist raus. Nuclear ist jetzt hier wirklich ultra gefährlich, okay? Stärkeren Lucian kannst du jetzt nicht produzieren. Das ist gegen das Team. Spannendes Ding. Und Leute, wisst ihr was? Das ist das erste Best of 3 heute. Glaubt mir, ich werde, wenn ein A nachher losgeht, überhaupt keine Stimme mehr haben. Ich werde nachher ein schönes Bonbon schnappen. Gut. Zack. Hippo nimmt da nochmal die Vasallen gut auseinander. Wir haben jetzt bei fast allen voll Item-Bild. Hippo kann sich noch überlegen, wo er Geistersicht geht. Oder Banshees. Mal gar nicht sicher, was jetzt hier sinnvoller wäre. Am Ende würde ich sogar sagen, Geistersicht. Weil die Cooldown-Reduction ist top-notch. Und wie gesagt, Maufmodus mit Spellvamp und Lifesteal, wenn das Schild ploppt, Geistersicht verbessert das Ganze, ja. Also ist das absolut legitim. Ja, kann man definitiv. Na, in 18 Sekunden ist der Baron da. Inhibitoren stehen alle. Inhibitor-Turrets sind alle da. Keine Base ist besonders bedroht. Man hat zwar 7000 Gold Vorsprung auf Empire-Seite, liegt auch ein Stück weit an den Turrets. Und an dem
unnormalen Farm von Edge, aber der Farm spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das Gold verpufft, weil er nur noch in Tränke investiert wird. Also oder in Elixiere eher. Er hat schon voll Itembild. Ja, das ist Ramadans. Er rennt hier mit 918 EP rum. Das ist sehr tödlich. Aber... ja, wir sehen jetzt schon. Baron mit Angang. Und der fällt. Das will M-Fire natürlich beenden, aber schaffen sie nicht. Hippo jetzt ganz kurz vom Cocoon getroffen. Sazen ist mit dem DP zur Stelle. Shen hat noch seine Ultimate. Er muss sie, glaube ich, auf... das ist schwierig. Ich glaube, er muss sie zwingend auf Sazen sprechen, weil er das Stundenlast. Damit garantiert er, dass er durchkommt. Sie brauchen Shen. Er hat zwar noch das DP notfalls, aber das nochmal um 3,5 Sekunden zu verzögern, wäre nicht klug. Jetzt das U-Boot. Ja, das offensichtliche U-Boot. Wieder auf Kaselin gesprochen. Er ist da. Schild kann nicht genutzt werden. Hippo, der ist klein. Der kriegt Schaden. Niedermähen geht auf Crush raus. Jetzt Nuclear mit den Grits. Man bemüht sich. So natürlich auch am Fighten. Sazen im Stundenlast. Der ist hier beinahe da. Nuclear. Oh, der Schaden! Ist ja natürlich extrem hoch, kann das Ganze aber dank des Schildes überstehen. Es sollte aber gewesen sein, M-Fire. Hier vier Leute ausradiert, Nuclear, der Einzige, der es überstanden hat. Schön gemacht, Crusher hat hier 100 Jahre getankt. Da sind super tief drin als Kasadin. Der gesamte Shen-Schild ist natürlich vorher schon einfach völlig useless gewesen. Das dürfte es gewesen sein. M-Fire hat hier einen guten Fight forcieren können. Der Schaden von Edge ist natürlich immer noch außerhalb jeder Skala. Hat hier Nuclear komplett vertrieben. Er kam ja gar nicht an ihn ran. In den Auto-Tag-Range gekommen, hätte ich ja sofort hochgeheilt. Aber dem ist nicht so. Hat er sich gerade... oh, er hat sich Guardian Angel geholt, oder? Ja, er hat sein... ich glaube, er hat seinen Hextringer verkauft und Guardian geholt, weil er den Schild nicht mehr bekommt vom Hextringer. Nicht in der Zeit, nicht in der wenigen Zeit, die er noch zur Verfügung hat. Versucht hier so gut wie es geht noch zu gritten. Da ist das Flay, da ist das Play. Nimmt den ersten auseinander. Das macht Nuclear wunderbar. Nimmt den zweiten. Super schön gemacht. Hat noch Guardian. Eieiei, wenn das nämlich nicht der MVP für die nächsten drei Spiele wird. So clever, so klug gemacht. Alter Schwede, Nuclear ist ja der absolute Todescarry. Jetzt kommt hier Shen on Crack. Aber rennt in die falsche Richtung. Das ist natürlich bitter. Krasser Shit, ey. Deswegen gucken wir LCK. Deswegen warten wir 20, 30 Minuten. Weil du einfach Spieler hast, die einfach gut spielen. Die einfach mechanisch so hoch sind. Baron Buff ist die Belohnung. Sie haben den Toplane in dem verloren. Das ist ärgerlich, aber das ist verkraftbar. Sie haben sogar noch einen Nexus Turret. Kann nicht mal backdoren oder so. Aber Nuclear, so clever. So clever. Schmeißt seinen räudigen Hextrinker weg, weil der Cooldown von der Passive, also von dem Schild, das ist halt bei 90 Sekunden oder so, das ist halt extrem hoch. Aber hier sehen wir es nochmal. Er crittet halt nur noch. Zack, das Flavor nicht schlecht, aber kann den Hook mit dem Flash noch dodgen. Crittet dann nochmal mit dem Doppelschuss. Hippo, keine Chance. Kann sich nicht nochmal transformieren. Man wollte jetzt aber auch hier den Guardian Angel nicht verlieren. Das Problem ist, ich glaube, wenn er wieder volles Gold hat, würde ich den Guardian Angel wieder verkaufen und nochmal Hextrinker holen. Aber das Problem ist, Guardian macht keinen Schaden. Das ist offiziell 0 Damage. Ich bin gespannt, ob er das macht. Ich glaube, ich würde es machen. Er braucht den Schaden. Er hat jetzt 370 knapp. Das ist witzigerweise wenig. Fürs absolute Late Game. Nimmt jetzt hier noch den vierten Drachen. Das ist okay. Box ist schon komplett zur Sicherheit raus. Smite war sauber. Wollte nicht gestohlen werden. Oh, den Angels. Zweimal im Team. Das Item sieht man einfach nie im Competitive. Aber wenn man sieht, dann anscheinend gleich zweimal. Das ist schon... das ist schon solid. Da sind jetzt dabei, raus zu teleportieren. Eieiei, das ist natürlich nur ein Match, was richtig, richtig nice ist. Tut er auch so ein bisschen im Firelight. Sie haben so gut gespielt. Im 6-1 Corki. Aber 6-1 Corki mit Lernstab und Banshees. Oder generell, er hat Banshees. Ne? Das ist halt, das ist so ein bisschen die Variante, ich zeig keine Eier. Das ist natürlich, nee. Das ist natürlich nicht so nice. Aber naja. Kann man machen. Kann man machen. Das ist halt sehr defensiv, aber man merkt es. Also, alleine die Tatsache, dass
Und da kommt jetzt der Vorteil vom Locket. Dass das Locket da ist und Magieresistenz gibt, schwächt Corki, weil dem R reduziert seine Auto-Attacks. Und da es zweimal da ist, kann der Support mal sterben oder Flawless, der hier am allerwenigsten von allen aushält. Wenn er stirbt, ist Secret da und Secret hält als Kasselin ein kleines, als Alistair ein kleines bisschen länger durch. Ein kleines bisschen, meine ich, 10 Jahre länger. Hat doch bald Frozen Heart. Cool Itembild auf dem Support in der LCK ist natürlich auch etwas, was man dann verbieten könnte. Als einfach nur so selten passiert. Aber ich bin so gespannt auf den nächsten Fight. Ich frage mich auch, ob die dann sagen, nee, das ist beim Baron, das ist beim Drake, warum sollten wir vorher irgendwas machen? Die Spieler sind halt nicht dumm, wir sind in Korea. Sichttechnisch gesehen hat Spenno wieder gute Arbeit geleistet. Gleiche gilt aber für Empire. Sehr, sehr nah am River. Ah, wer die Ward-Verteilung kennt, wird feststellen, dass die Spieler des Spiels die Ward sich immer mehr zentralisieren. Immer mehr in die Mitte der Karte gehen, weil das natürlich auch alles Wege und Eingänge sind zum Drachen, zu Baron. Keiner wartet da. Jetzt natürlich ein Top-Lane-Ward da oben einfach random. Das sind natürlich diese Blue-Trinkets, die halten einfach ewig, so. Und damit verteilt sich das so, aber die richtigen Sidestone-Wards werden halt immer noch an den klassischen Positionen positioniert. Frozen Heart ist auch bei beiden Supportern zur Stelle. Ich denke, Sieg ist ein bisschen neidischer auf Thrash, weil er das Nika-Els hat, mit dem er natürlich eine Hard-CC oder alles so gut wie entfernt und auch noch heilt. Schon not bad. Aber es wird jetzt schon noch Schachpartie. Wir hatten gestern schon ein Spiel, was 61 freaking Minuten ging bei der LCK. Auch das Best of 3 und das dritte Spiel davon. Hier dürfen wir jetzt nun gespannt sein. Ich muss sagen, als mir gesagt wurde, Maxim, du musst LCK casten, weil Mori of the Dreammakers, dachte ich zuerst, oh Gott. Ich dachte eigentlich, das ist mehr wegen der Uhrzeit. Ich habe überlegt, ja, LCK ist eigentlich nice, aber wie das Klischee auch erfüllt wird, es ist so langsam, so für viele auch langweilig am Anfang. Ich versuche das jetzt ein bisschen durch Taktik zu kompensieren oder halt durch Blödsinn offensichtlich. Aber jetzt ist, das ist so der Moment, wo LCK eigentlich brutal Spaß macht. Ja, wo dann der Moment kommt, also hier ist auch der Moment, wo auch keine Taktik so richtig dabei ist, die übelst krass ist, kein massives Split-Pushen. Klar, Sazen ist immer wieder unterwegs, aber ist auch Kasselin, da kann ich das leisten, aber er wird das jetzt nicht so lang machen, bis er eine Bedrohung hat, sondern er macht es ganz kurz. Das wiegt ja schon allein da oben, ist finde ich total unnormal. Er wird schon von seiner Seite aus um Hilfe gepinkt. Aber wir wollen jetzt diesen Fight sehen, diese mechanisch sehr, sehr starken Kämpfe, wo vor allen Dingen in Korea AD-Carries glänzen, wo man richtig Spaß daran hat zuzuschauen. Und ganz ehrlich, wenn man die Teamcoms anschaut, habe ich viel mehr Spaß, einem Lucian zuzuschauen als einem Corki. Weil Corki macht Raketen und irgendwo die Valkyrie hin. So, und das war's. Und Lucian kann natürlich sein Dash resetten. Mehr Spells zur Verfügung, die auch schnell sind. Also wir denken, Piercing Light ist um einiges schneller als so eine Phosphorbombe, die immer noch 100 Jahre fliegt. Das ist dann schon nicht schlecht. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass Empire quasi eine Vayne hat, statt ein Corki. Einfach nur, um dieses mechanische Duell zu sehen. Auch die Top-Laner haben natürlich Chimmins gewählt, die jetzt klar starke Ultimates raushauen können auf Hippos Seite. Ohne einen guten Flash-Taunt, aber das ist jetzt nicht etwas, wo wir alle explodieren und denken, wow, ist das cool. Aber die Rotation war hier nicht schlecht. Alle müssen Base. Innip werden sie for free bekommen, sind jetzt aber natürlich schnell. Die Frage ist, wollen sie engagen? Secret ist als einziger zu Fuß gegangen. Jetzt kommt der Force-Ports, wurde komplett verhindert durch das Banshee. Das hat also gelohnt. Cocoon trifft schon wieder den Support. Der Flash da instant raus. Niedermain geht raus. Crush fängt das alles wunderbar. Secret ist zur Stelle. Knock-up ist da. Der kann tanken. Flash-Taunt gegen Edge. Der kommt aber nur davon. Überlebt die Situation, wir doch nach Nah-Ultimate, sehr defensiv, die Leute halten das aus, Nuklear, nehmen noch nicht im Fokus, krittet jetzt die Leute weg, keine Chance mehr für ihn, das 1 gegen 1, Sars in Super Low, muss sich zurückziehen, bemüht sich da aber niemand, fokussiert Flawless, der ballert da die Schüsse raus, Secret gegen Crush, oh, der nimmt den noch mit, wie bitter, stark gemacht von Crush aber, kommt vielleicht sogar noch weg. Ah, die blockieren Nuclear. Lass den doch durch. Der hat mehr Move-Speed. Ärgerlich für ihn. Guardian Angel-Duell hier. Das müsste eigentlich für Flawless ausgehen. Zack. Lol. Das ist natürlich lustig. Aber er springt, er fliegt, er stirbt. Keine Chance. Gut gemacht von
den guten Soa. Die Konsequenz aus dem Fight aber relativ gering. Es war langgestreckt. Die Leute haben lange überlebt. Wir haben nur nicht mal, wir haben nur einen Guardian aufploppen sehen. Das ist immer noch eine knappe Kiste. 100.000 Gold bei Empire. Beide haben den vierten Drachen. Jetzt kann mir keiner sagen, dass das jetzt nicht übel close ist. Vierter Drache. Baron ist da. Es wird gepinkt. Schon wieder. Niemand kann irgendwie Nuklear bedrohen. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Auf Empires Seite. Der shootet da, wie er Bock hat. Sasin jetzt gestorben. Ist etwas ärgerlich, aber er hat TP. Edge ist zwar vor ihm da. Vor mir am Leben ganz. Oh, das Niedermähen war terrible. Ah, hat nicht mal den Banshee-Sprock gekriegt. Das könnte eklig werden. Crush könnte das Ganze jetzt stealen. Der Hook geht raus auf eine Spinne. Kommt der Steal oder nicht? Crush, das ist dein Moment. Secret hat super viel Schaden. Oh, er drückt ihn raus. Stark gemacht. Secret übersteht die Situation dank Ultimate. Der Shen ist da, aber die Tanks. Keiner kommt rüber. Nuklear traut sich nicht. Kann es nicht. Die Kuh ist weg. Die kann das nicht überstehen. Man hat aber den Baron-Buff, aber der Inip. Oh, 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 oh. Das sind die Super-Minions. Das ist natürlich Reuden hoch 10. Die wollen die jetzt natürlich irgendwie blockieren. Die wollen sie nicht hemen lassen. Die wollen die Minions gewinnen lassen. Das DP kommt raus. Empire kann das Spiel mit dem Teleport beenden. Shen ist eine Katastrophe im Verteidigen. Da sieht man, der Naht, der will ja der Expecke sein. Flawless kommt dazu. Der Taunt kommt raus. Die eigenen Vasallen sind verstärkt durch den Baron-Buff. Da ist Crush. Das war's. Stark gemacht von Empire. Sie haben zwar den Baron nicht bekommen, aber die Minions sind broken. Gehen da durch. Rasierender TP kommt da raus. Aber ein Töt, da freut man sich natürlich. Empire, was für ein Ende. Crush hat 10.000 Schaden bekommen, nur um den Inib, nur um den Nexus einmal zu hauen. Aber mega nah ist einfach besser und Shen ist eine Katastrophe. Er kann ihn da nicht abhalten, gar nicht. Sie konnten auch nicht TPen. Du hast in dem Baron den schnellen TP. Nuclear denkt sich, Alter, ich könnte heulen. Ich bin besser als hier alle, haut ab. Aber es ist scheiße. Läuft nicht. Wahnsinn. Das ist doch mal Unterhaltung, ne? Ganz tolles Spiel. Aber Commander Nuclear, es reicht halt nicht aus. Es reicht halt einfach nicht aus. Das ist halt ein Teamspiel. Und die haben einfach alle gesagt, einer TP't und der Rest, der nervt den einfach das Face weg. Die sollen nicht porten, die sollen nicht wegkommen. Ende hat der Baron Call ihnen das Spiel gekostet, ne? Das war ein bisschen seltsam. Ich kann es verstehen, wenn die Kuh rübergeht und sagt, ich blocke, damit der Steal nicht erfolgt. Ah, solche Emotionen, das ist natürlich bei LoL. Das ist natürlich bei LoL klar. Das war ein 60-Minuten-Spiel. Da sind die fertig. Das ist so ein Spiel, willst du nicht verlieren. 60-Minuten-Spiel. Das Best of Three, das dritte Spiel. Ist ja nicht mal ein Finale oder sowas, weißt du? Und jetzt kann mir auch keiner sagen, dass dieses System nicht mehr Spannung auslöst als bei der LCS. NA oder EU. Du hast dann dein ein Spiel, was halt nichts sagt, aber Empire, muss man dazu sagen, Empire lag 0-1 hinten. Geturnt. 2-1 jetzt gewonnen. Viel mehr Storyline. Ist ein halber Spieltag. Ich darf hier noch 3 Stunden casten. Aber es hat mehr Spannung erzeugt als ein LCS-Tag. Best of One zacken halt manchmal einfach nur the biggest balls. Tschetschenien, so. Gut, wir machen eine kleine Pause. Ich muss auf jeden Fall noch mehr trinken und hole mir jetzt ein paar Bonbons. Und dann sehen wir uns dann 3 Minuten wieder. 4 Minuten vielleicht. Machen wir mal 4 Minuten. Bis gleich.